Die Saiyajins, die Kriegerrasse, welche einige der stärksten Kämpfer im Dragon Ball Universum hervorgebracht hat, wie zum Beispiel Son Goku oder auch Vegeta. Bevor ihr gesamter Planet und fast ihre gesamte Rasse ausgelöscht wurden, galten sie als die stärksten im Universum. Sie waren ein Teil der Freeza-Armee und haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass sich seine Macht immer weiter ausgebreitet hat. Doch was ist eigentlich die Geschichte der Saiyajins und wie haben sie gelebt, bevor sie zum Teil der Freeza-Force wurden? Genau das schauen wir uns heute einmal an. Schon in der Antike, lange bevor die Saiyajins auf Freeza und King Cold gestoßen sind, waren die Saiyajins darauf aus, so viele Reichtümer wie möglich anzuhäufen und andere zu unterwerfen. Es herrschte für sie quasi das Überleben der Stärkeren. Und so wurden bereits früh die Saiyajins in gewisse Gruppierungen eingeteilt. Die Starken herrschten über die Schwachen und das galt sowohl für andere Rassen wie auch bei den Saiyajins selbst. So genoss man bereits früher einen höheren Status, je stärker man war. Und ein Grund für dieses primitive System lässt sich möglicherweise auf den Ursprung der Saiyajins zurückführen. Im Dragon Ball Universum selbst wird nämlich spekuliert, dass die Saiyajins ursprünglich eigentlich Menschenaffen waren. Das bedeutet, dass ihre Osaru-Form, die sie normalerweise nur annehmen würden, wenn sie einen Vollmond sehen, eigentlich ihre ursprüngliche Form ist. Und die Saiyajins nichts weiter als Menschenaffen sind, welche es irgendwann geschafft haben, Intelligenz zu erlangen. Das würde erklären, warum die Saiyajins so ein tierisches, primitives Verhalten an den Tag legen, einfach weil sie von Natur aus so geboren wurden. Und auch Whis merkte an, dass die alten Saiyajins ein gänzlich anderes Ki hatten, als die Saiyajins von heute. Die ersten Saiyajins, von denen man weiß, dass sie eine menschliche Form hatten, sind die antiken Saiyajins. Und die sind in der heutigen Zeit von Dragon Ball zum Großteil komplett ausgestorben, wenn man zum Beispiel die Zeitreisenden aus den verschiedenen Dragon Ball Medien ausschließt, wie zum Beispiel aus Dragon Ball Heroes. Wie gesagt, besitzen diese Saiyajins ein etwas anderes Ki im Vergleich zu den heutigen Saiyajins, trotzdem können diese zum Beispiel auch zum Super Saiyajin oder auch Super Saiyajin 2 werden. Allerdings ist das Ki von antiken Saiyajins wesentlich wilder und auch schwerer zu kontrollieren. Das könnte auch der Grund sein, warum die meisten antiken Saiyajins ziemlich böse waren. Denn die antiken Saiyajins hatten eine noch größere Zerstörungswut als die modernen. Jedoch könnte es auch komplett andersrum sein und gerade weil die Saiyajins so böse waren, hatten sie einfach ein anderes Ki. Es lässt sich also nicht einfach sagen, dass das eine automatisch der Grund für das andere ist und es könnte auch einfach ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren sein. Jedoch galt das nicht für alle Saiyajins. Es gab eine Gruppe an guten Saiyajins, welche versucht haben, gegen die bösen Saiyajins zu kämpfen. Und im Kampf gegen die bösen Saiyajins erschien auch der allererste Super Saiyajin Gott. Dieser entstand durch 6 rechtschaffende Saiyajins, welche sich zusammengetan haben, um gegen die bösen Saiyajins zu kämpfen. Und auch die Seele von Yamoshi. Yamoshi ist der ursprüngliche Super Saiyajin, der 1000 Jahre vorm Beginn der Freeza-Saga erschienen ist und versucht hat, gegen die bösen Saiyajins zu kämpfen. Auf Yamoshi basiert nämlich die Legende des legendären Super Saiyajin, von der Vegeta so oft in der Serie erzählt. Und ja, es ist Yamoshi und nicht irgendwie Bardock, der in die Zeit zurückgereist ist. Das ist alles eigentlich nie passiert. Bardock ist nie in die Zeit zurückgereist, wurde nicht zum ersten Super Saiyajin. Das ist halt einfach nur eine extra Story, die leider nicht canon für die Handlung ist. Allerdings traf den ersten Super Saiyajin Gott genau das gleiche Schicksal wie den ersten Super Saiyajin und auch er wurde von den bösen Saiyajins besiegt. Daran kann man sehr gut die Stärke der antiken Saiyajins sehen. Immerhin war es ihnen möglich, einen Super Saiyajin und auch einen Super Saiyajin Gott zu besiegen. Das kann man auch sehr gut an Kamba erkennen, welchen man auch in Dragon Ball Heroes gesehen hat. Ja, dieser stellt noch eine Besonderheit dar, auch weil er als der legendäre böse Saiyajin bekannt ist. Allerdings zeigt es trotzdem ziemlich gut, wie stark die antiken Saiyajins hätten sein können. Und nach dem Fall vom Super Saiyajin Gott hatten die Saiyajins eigentlich den bösen Saiyajins nichts mehr entgegenzusetzen, wodurch die bösen Saiyajins letztendlich diesen Krieg gewannen und die guten Saiyajins ausgerottet wurden. Von dort an regierten die bösen Saiyajins auf ihrem Heimatplaneten Planet Sadala. Und erst wesentlich später im Jahre 550 machte sich eine Gruppe Saiyajins auf den Weg, einen neuen Planeten zu finden und fanden so den Planet Plant. Dieser wurde von den Tuffels oder auch im Original bezeichnet den Tsufurojins bewohnt. Diese unterschieden sich gänzlich von den Saiyajins. Ihr Körper war nicht zum Kampf ausgelegt und sie hatten sich komplett auf die Wissenschaft fokussiert. Ihre Technologie war weit fortgeschritten, vor allem im Vergleich zu der von den Saiyajins. Nichtsdestotrotz erlaubten die Tsufurojins den Saiyajins auf ihrem Planet zu leben. Doch wo die Tsufurojins in modernen Städten lebten, lebten die Saiyajins in Einöden und Wüsten. Doch eines Tages war das den Saiyajins nicht mehr genug. So wie es ihre Natur von ihnen verlangt, wollten sie die komplette Kontrolle über den Planeten erobern und fingen so einen Krieg mit den Tsufurojins an. Dieser Krieg begann 170 Jahre, nachdem die Saiyajins das erste Mal auf dem Planeten Plant gelandet sind, im Jahre 720. Und auch wenn man jetzt denken könnte, dass die Saiyajins den Tsufurojins eindeutig überlegen sind und dieser Krieg nicht besonders lange dauern würde, ging ja tatsächlich 10 ganze Jahre. Denn ja, die Saiyajins waren körperlich wesentlich stärker als die Tsufurojins, aber die Tsufurojins hatten zum einen ihre Technologie und zum anderen waren sie den Saiyajins
eindeutig zahlenmäßig überlegen. Die Saiyajins waren eine kleine Kriegerrasse und im Vergleich zu den Tsufurojins war ihre Zahl einfach zu gering. Und dann kam noch dazu, dass die Tsufurojins in der Lage waren, die Kampfkraft der einzelnen Saiyajins zu bestimmen. Denn ja, tatsächlich waren die Tsufurojins diejenigen, die Technologie für die zukünftigen Scouter der Freezer Force entwickelt haben. Dadurch konnten sie immer erkennen, wie stark die einzelnen Saiyajins waren und konnten sich auch so immer vor Überraschungsangriffen schützen. Trotzdem könnte man sich fragen, warum die Saiyajins sich schon wesentlich früher gewonnen haben, denn immerhin können sie ja bei einem Vollmond zum Osaru werden, was ihre Kampfkraft um ein Vielfaches steigert. Der Grund dafür ist einfach, dass sie das nicht tun konnten. Auf dem Planet Plant erschien der Vollmond nur alle 100 Jahre. Und so mussten die Saiyajins abwarten, bis sie den Vollmond ausnutzen konnten. Doch dieser Tag kam 10 Jahre nach Beginn des Krieges im Jahre 730. In diesem Jahr konnten die Saiyajins die Kraft des Vollmondes ausnutzen, zum Osaru werden und so den Krieg für sich gewinnen und so gut wie alle Tsufurojins auslöschen. Nun herrschten die Saiyajins über den Planeten und nannten diesen auch prompt nach ihren Herrscher um und so wurde der Planet zum Planeten Vegeta benannt. Und das ist natürlich König Vegeta, der Vater von dem Vegeta, welchen wir in der Serie natürlich immer wieder sehen. Allerdings konnten die Saiyajins diesen Sieg gar nicht mal so lange genießen. Denn kurz darauf wurden die Saiyajins von den Arkosianern angegriffen. Das war eine außerirdische Rasse mit ziemlich viel Geld und auch Technologie, aber ihr Planet war für sie ungeeignet, also heuerten sie die Saiyajins an, um für sie einen neuen Planeten zu finden. Und gerade mal ein Jahr später, im Jahre 731, wurden die Saiyajins von King Cold erobert. Ja, die Saiyajins hielten sich für stark, doch sie hatten der Kraft von King Cold und seiner Armee nichts entgegenzusetzen. Und letztendlich mussten sich die Saiyajins King Cold unterwerfen, obwohl sie gerade erst ihren eigenen Planeten für sich erobert haben. Im Laufe der Zeit lernten die Saiyajins jedoch, mit der Technologie von den Tsufurojins umzugehen und wurden dadurch auch weniger barbarisch. Trotzdem sind sie natürlich eine Kriegerrasse, welche immer nach dem nächsten Kampf lechzten. Dadurch waren die Saiyajins eine extrem große Bereicherung für die Armee von King Cold. Auch wenn sie, wie gesagt, nicht gegen King Cold gewinnen konnten, waren sie von Geburt an stärker als andere Lebewesen auf anderen Planeten. Und auch wenn es im Vergleich zu anderen Völkern nicht so viele Saiyajins gab, war ihre Zahl eindeutig ausreichend. Allerdings waren die Saiyajins nicht besonders lange unter dem Kommando von King Cold. Bereits ein Jahr später, im Jahre 732, gab King Cold seine Befehlsmacht an seinen Sohn Freezer weiter. Dadurch hatte nun Freezer den Befehl über die Saiyajins und hat diese genutzt, um seine Macht immer weiter auszubreiten. Und die Saiyajins waren einfach extrem nützlich. Oftmals hat eine kleine Gruppe gereicht, um einen gesamten Planeten zu unterwerfen. Und wenn auf einem Planeten keine besonders starken Kämpfer waren, konnten diese sogar ihre Kinder losschicken. Doch auch wenn die Saiyajins Freezer extrem nützlich waren, hatte dieser doch einige Bedenken. Denn nach 3 Jahren im Jahre 735 bemerkte Freezer, wie stark die Saiyajins tatsächlich sind. Die Kämpfer, die immer an der vordersten Front kämpfen, wurden immer stärker, da die Saiyajins im Kampf immer mehr Macht erlangten. Freezer erkannte das Potenzial der Saiyajins und hatte auch Angst davor, dass vielleicht doch etwas an der Legende des legendären Super Saiyajins dran ist. Und er wollte jede Gefahr für seine absolute Herrschaft aus dem Weg räumen. Und da war es egal, wie hilfreich die Saiyajins für seine Armee waren. Selbst nicht dann, als 2 Jahre später, im Jahre 737, ein Saiyajin-Wissenschaftler die Cybermen erfunden hat. Die sind ja quasi automatisch Unmengen an Fußsoldaten, die man einfach einsetzen kann, um Planeten zu erobern. Das zeigt nebenbei auch sehr gut, dass die Saiyajins sich stark weiterentwickelt haben und man nicht nur ihre körperliche Kraft benutzen konnte. Sie haben sich die Technologie der Tsufurojins wirklich schnell zu eigen gemacht und konnten auch so der Freezer Force helfen. Trotzdem, noch im selben Jahr entschied sich Freezer, die Saiyajins ein für alle Mal auszulöschen. Und so forderte er alle Saiyajins auf, sich auf dem Planeten Vegeta zu versammeln, um diese in die Luft zu jagen und so alle Saiyajins auszurotten. Doch wie wir wissen, ist das Freezer nicht wirklich gelungen. Kurz bevor er seinen Planeten in die Luft gejagt hat, gelang es einem einzelnen Saiyajin-Soldaten, seinen Sohn noch in Sicherheit zu schicken. Dieser Soldat war natürlich Bardock, der Vater von Son Goku. Und auch ein paar andere Saiyajins haben dem Befehl nicht Folge geleistet und konnten so ihrer Auslöschung entkommen. Unter anderem natürlich unser guter alte Prinz Vegeta. Und so landete Son Goku letztendlich auf der Erde, wurde als Mensch erzogen, wurde immer stärker und gewann eine Menge an Freunden. Und am Ende war es ihm auch möglich, Freezer zu besiegen. Und natürlich ist die Geschichte der Saiyajins hier noch nicht vorbei. Auch wenn inzwischen nur noch wenige existieren, setzen sich diese für den Schutz der Erde ein. Son Goku und Vegeta, wie auch ihre Kinder, werden immer stärker, um das Universum vom Bösen zu beschützen. Und so bauen sie langsam ihr eigenes Vermächtnis der Saiyajins auf, welches sich komplett von den Grausamkeiten ihrer Vorfahren unterscheidet.